Jetzt stören wir beim Essen. Also. Ja, lasst euch Zeit. So. Gute Atmosphäre auf alle Fälle zur Saisonauftakt PK. Das ist schon mal super. In diesem Sinne herzlich willkommen, Oliver. Willkommen zurück. Willkommen zurück an die Vertreterinnen und Vertreter der Presse und natürlich auch herzlich willkommen an die Eintracht TV-Zuschauer zur Saisonauftakt PK mit unserem Cheftrainer Oliver Glasner. Es geht wieder los. Die Saison 2022-23 geht nach einigen Wochen Pause offiziell los. Oliver, wie waren denn die Wochen und wie ist die Vorfreude bei dir auf das, was kommt? Ja, zuerst hallo von meiner Seite. Ich glaube, es gab ja noch bisher gar nicht so eine lange Pause, wo wir uns nicht gesehen oder gesprochen haben. Von dem her, ja, waren sehr schöne 5 Wochen. Natürlich, wenn du mit einem solchen Triumph dann in den Urlaub gehen kannst, dann ist es nochmal doppelt und dreifach schön. Und ja, war erholsam, denke, oder habe es bei mir auch gemerkt, dass hat schon ein bisschen gedauert, das auch alles zu verarbeiten, das auch alles mitzunehmen, was passiert ist noch gegen Ende der letzten Saison. Und ja, je länger der Urlaub gedauert hat, umso mehr ist das Kribbeln natürlich gekommen, die Vorfreude. Und ja, jetzt bin dann gestern nach Frankfurt gekommen, schon wirklich mit einem großen Lächeln im Gesicht und freue mich jetzt, dass es wieder losgeht und dass wir ja, heuer natürlich eine tolle Saison vor uns haben. Gut, dann kommen wir zu euren Fragen und starten vorne hier mit Carsten Schellhorn vom Hessischen Rundfunk. Ja, hallo zurück, Herr Glasner. Ich bleibe nochmal beim Urlaub. Kommt einem der Fußball da ständig in den Kopf oder kann man wirklich mal abschalten? Oder träumt man nachts vielleicht nochmal vom Europapokal oder dass man den doch nicht gewonnen hat oder so? Ja, anfangs ist schon, muss ich sagen, habe ich relativ schlecht geschlafen. So, ich glaube, waren sehr, sehr aufregende Wochen und da kommt halt alles, so dieses Aufgewühltsein, alles noch ein bisschen unter und ja, natürlich dann die Feierlichkeiten, da war ja auch immer wenig Schlaf und viel los, viel Trubel und ja, war, ich denke, ist, ich weiß nicht, wie es bei euch war ja ähnlich, weil war ja immer auch mittendrin. Ist halt einfach so, wo man dann ein bisschen Zeit braucht und das tut dann gut. Und am Anfang natürlich war ja sowieso noch viel los, auch als ich dann natürlich hier am Römer oder am Weg zum Römer schon, war unglaublich, was los war. Dann, als ich dann zurück nach Österreich gekommen bin, dann war ja auch nochmal, der möchte was. Und ja, dann schön langsam ist es dann etwas ruhiger geworden und jetzt hinten raus. Was die letzte Saison angeht, sehr, sehr ruhig, aber natürlich, ja, ich habe fast mehr mit Markus Krösche gesprochen als mit meiner Frau. Der hat sich schon ein bisschen beschwert. Ja, wir haben sicherlich fast täglich telefoniert und von dem her lässt sich der Fußball nie ganz los, aber im Endeffekt war es Homeoffice. Andreas Schirmer von der dpa. Vorne. Götze, haben Sie jetzt schon sozusagen das Schema schon auch im Kopf entworfen? Sie hatten ja ein bisschen Zeit, wenn Sie nicht mit Markus Krösche gesprochen haben. Wie sieht es aus? Auch diese Beschäftigung, wie kann ich so eine Mannschaft neu formen? Noch drüber nachdenken, wer geht vielleicht noch, wer könnte noch kommen? Ja, das passiert eigentlich ständig. Das ist jetzt noch nicht rum. Also Transferfenster hat er noch nicht geschlossen. Wäre mir aber lieber als Trainer. Also von dem her weiß man nie, was genau passiert, aber natürlich, ja, was für mich nicht alles, was passiert ist, nicht ganz so überraschend. Ja, wir haben uns ja ständig ausgetauscht, wir haben ja Anforderungsprofile erstellt für gewisse Positionen, wo wir sagen, okay, welche Eigenschaften, welche Qualitäten möchten wir der Mannschaft zuführen, wie ist das vielleicht möglich? Hier auch ja, großes Kompliment an Markus, wie schnell er hier viele Sachen umgesetzt hat. Und für mich als Trainer natürlich super, wenn es heute mit Tests losgeht, dass schon viele neue Spieler auch hier sind. Und jetzt gilt es halt wieder für uns alle, ja, dass wir jetzt wieder eine funktionierende Gruppe herstellen. Ich denke, das war mit die größte Stärke im gesamten letzten Jahr, dass wir einfach einen super Team-Spirit hatten. Und wir haben jetzt Stand heute 8 neue Spieler in der Kabine. Und ja, das ist, sag ich mal, knapp ein Drittel vom Kader und dann heißt es halt wieder, sich zu finden, sich kennenzulernen. Die Nationalspieler werden erst nächste Woche zurückkommen und das ist dann jetzt so die Aufgabe, neben natürlich allem Fußballerischen, aber auch wieder ja, als Gruppe, als Mannschaft hier eine funktionierende Einheit herzustellen. Peppi Schmidt, bitte, vom Wiesbadener Kurier. Herr Glasner, Sie
hatten in der Euphorie gleich nach dem Finale gesagt, Sie haben mit dem Filip Kostic geredet, Sie glauben nicht, dass er weggeht. Er ist auch immer noch da. Aus meiner Sicht hat er Jubiläum, der ist jetzt schon beim 25. Verein, bei dem er spielt, der ist aber immer noch bei der Eintracht. Aber haben Sie denn noch Kontakt mit ihm gehabt jetzt in letzter Zeit? Spricht man darüber, wie es weitergeht? Ob denn jetzt irgendwann mal eine Entscheidung fällt? Weil da hängt ja vieles davon ab. Ja, ich habe mit Philipp mehrmals Kontakt gehabt, aber ich habe mit allen Spielern eigentlich, vor allem mit den Nationalspielern, nochmal Kontakt gehabt, weil die natürlich ein Mammutprogramm hatten. Und Philipp war ja dann mal auch auf der Bank, dann habe ich ihn angefunkt, was los ist, hatte ein bisschen Probleme verletzungsbedingt, habe aber auch mit allen anderen stand ich hier in Kontakt und es ist noch keine Entscheidung gefallen. Natürlich, jetzt können wir alle zwei Tage drüber sprechen. De facto wird am, weiß gar nicht, wenn das Transferfenster schließt, am 1. September wird dann der Kader definitiv feststellen. Aber ich gehe davon aus, dass Philipp nächste Woche, aber auch ich habe irgendwo gelesen, am 4. Philipp und Kevin werden erst am 7. zurückkommen. Die haben noch mal drei Tage länger bekommen, weil Philipp eben ein bisschen Verletzungsprobleme hat und Kevin mit der deutschen Nationalmannschaft auch bis Dienstag noch gespielt hat. Von dem her kommen die beiden erst am 7. zurück, die anderen am 4. und auch noch Daichi, weil da auch noch die Frage ist, der wird am 5. hier zurückkommen, Stand heute. Roman Unger von der Bild-Zeitung. Ja, Herr Glasner, vielleicht nochmal speziell zu Mario Götze, weil es natürlich schon ein extrem großer Transfer für Eintracht gewesen ist. Wie sehr haben Sie gestaunt, dass er sich tatsächlich für Frankfurt entschieden hat und dass sich die Möglichkeit überhaupt ergeben hat, ihn zu holen? Und ja, was sind Ihre Pläne mit ihm? Wo kann er vielleicht den Unterschied ausmachen? Ja, so groß ist Mario nicht, knapp über 1,70. Also von dem her ist Lucas Alario ein viel größerer Transfer. Freue mich, dass ich auch jetzt mit Mario zusammenarbeiten kann. Aber für Mario ist genauso wie für jeden anderen Spieler ist jetzt wichtig, die Gruppe kennenzulernen, unser Spielsystem kennenzulernen und werden versuchen, wie wir das bei jedem Spieler machen, die Stärken, die jemand mitbringt, in unser funktionierendes System zu integrieren. Und das ist wichtig. Also wir werden jetzt nicht unsere Spielweise an Mario Götze oder an jemand anderen ausrichten, sondern die Jungs mit ihren Stärken, mit ihren Qualitäten, die wir ja auch ganz genau so ausgesucht haben, in unser Mannschaftsgefüge zu integrieren. Und Mario ist natürlich jemand, der auch sehr viel Erfahrung mitbringt. Das war auch so, war auch ein Teil, den wir gesucht haben, hier in der Offensive vor allem, ja, wo wir ja mit Rafa Borja jemanden haben, der auch erst Mitte 20 ist, Jesper Lindström Anfang 20, Daichi jetzt im zweiten Jahr bei der Eintracht auf diesem Level spielt, um hier auch internationale Erfahrung, Champions League Erfahrung der Mannschaft zuzuführen. Es ist eh nicht so einfach, hier die richtigen Leute zu finden. Und ja, ich freue mich, dass wir mit Mario dann jemanden gefunden haben, der sich dann auch für unser Projekt begeistern konnte. Ich habe mit ihm länger gesprochen und habe ihm auch erklärt, so wie wir den Fußball spielen wollen, wie wir dann seine Stärken, seine Qualitäten hier integrieren können. Und offenbar hat es mit ein paar anderen Gesprächen, die er mit Markus geführt hat, so ihn auch überzeugt, dass das ein ganz cooles Projekt ist. Alex Bonengel von Sky Sport News. Hinten links. Ja, hallo Oliver. Götze, ein Mosaikstein, aber wenn wir jetzt mal die ganze Transferphilosophie zusammennehmen würden, steht da über allem, dass die Eintracht sich dahingehend entwickeln will, unberechenbarer zu sein, spielerisch flexibler zu sein, jetzt vielleicht gerade mit den Erkenntnissen aus der Bundesliga gegen tiefstehende Gegner einfach noch mehr Möglichkeiten zu haben? Oder was würden Sie dem Ganzen für eine Überschrift geben? Ach, die Überschrift ist einfach. Wir wollen die Fußballidee, die wir im Kopf haben, die wollen wir weiter festigen und wir wollen besser werden. Das steht jede Woche im Trainingsplan. Wir wollen besser werden. Das steht in jeder Transferperiode. Wir wollen besser werden. Und dann schauen wir, was braucht es dazu. Und das versuchen wir dann mit unseren Möglichkeiten hinzubekommen.
Ich weiß nicht, ob es jetzt groß variabel ist, ob man dann sagt, jetzt müssen wir Viererkette, Dreierkette, was auch immer spielen. Ich denke, das ist zweitrangig, sondern es geht darum, dass wir Spieler am Platz haben, die in unserer Systematik als auch in der Mannschaft hundertprozentig funktionieren und in dieser Rolle, die sie dann haben, ihre Stärken einsetzen können. Das ist immer das Ziel. Ja? Wenn wir Ansgar Knauf holen, dann war die Überlegung, ja, er hat viel Tempo, er hat einen guten Tiefgang, wie können wir das in unsere Systematik integrieren, dass er seine Stärken bestmöglich einbringt und wie können wir dann in diesem speziellen Fall sein vielleicht noch nicht so ausgereiftes Defensivverhalten zum damaligen Zeitpunkt so verbessern, dass es für die Mannschaft optimal ist. Und so ist es jetzt bei allen neuen Spielern, die wir geholt haben auch. Wir sehen in denen Eigenschaften, die wir glauben, die uns gut tun in unserer Entwicklung als Eintracht Frankfurt. Und jetzt geht es darum, in der Vorbereitung diese Eigenschaften so in die Mannschaft zu integrieren, dass wir besser werden. Und wenn wir besser werden, dann werden wir mehr Spiele gewinnen und dann werden wir eine bessere Saison in der Bundesliga spielen wie letztes Jahr. Und das ist natürlich unser Ziel. Haben wir hier vorne Lukas Dombrowski von der Sportbild. Wurde mir meine Frage leicht vorweggenommen, nur einmal ein Detail. Viele andere Clubs haben ja Saisonanalyse, ich sag mal, zwei Tage nach dem letzten Spiel. Das war dieses Jahr ja vielleicht mit Titelfeier und Urlaub ein bisschen schwieriger. Wann und wie lief die überhaupt ab, um genau solche Punkte, die man beibehalten will und die man verbessern will, festzulegen? Ja, es ist ein ständiger Prozess. Also wir müssen ja nicht die ganze Saison abwarten, um Defizite und Stärken von uns zu erkennen, sondern das entwickelt sich ja über die Saison, sind ständig im Austausch im gesamten Trainerteam. Ich bin ständig im Austausch mit unserer sportlichen Führung, mit Markus. Und wenn wir nach dem Spiel sprechen, dann merken wir halt, und unser erster Ansatz ist immer, was können wir mit dem vorhandenen Kader abdecken. Das ist unsere Herangehensweise. Ja. Wir sagen nicht, nö, der kann das nicht, sondern okay, schaffen wir es, diese oder jene Qualität aus diesem Spieler noch herauszukitzeln. Und wenn wir denken, es geht vielleicht nicht, ja, vielleicht schaffen wir es nicht, dass wir noch einen 20 Zentimeter wachsen lassen, dann schauen wir uns um. Und so ist das eigentlich ein ständiger Prozess, der halt dann in der Transferperiode umgesetzt wird. Carsten Schellhorn und dann Andreas Schirmer. Zwei Fragen. Wenn Sie wissen ja schon sehr viel jetzt und Sie sind schon sehr weit, das haben Sie angesprochen. Für welche Position würden Sie sagen, brauchen wir noch jemanden? Und dann sagen Sie, die Neuen müssen integriert werden in die Gruppe. Die Gruppe wird, irgendeiner hat es ausgerechnet, dann Stand jetzt 30 Spieler umfassen. Das ist wahrscheinlich etwas zu viel. Was wäre für Sie ein idealer Kader, also numerisch? Man sieht, ich war jetzt lange im Urlaub. Wie war die erste Frage? Ja, vergesslich. Ja. Welcher Spieler, also ich würde mal als Beispiel vorgeben, eine 6, wenn man die suchen möchte. Nee, wenn oder wir was so, anderes, was suchen Sie? Nee, wenn wir so zusammenbleiben, dann denke ich, werden wir nichts mehr machen. Dann haben wir, also wenn wir keinen Stammspieler der letzten Saison mehr verlieren, dann bin ich als Trainer sehr, sehr zufrieden und dann haben wir uns fantastisch verstärkt. Und ich glaube, bei den 30 Spielern, da sind die Torhüter auch dabei. Alle. Ja, ich rechne immer in Feldspielern, weil Torhüter haben wir 3 und die werden auch die 3 bleiben. Gehe ich davon aus zumindest. Und 27 Feldspieler ist natürlich, also als Trainer kannst du dir das immer einfach machen, sagen, ja, mir ist egal, wie viele dann da sind. Ich finde es einfach insbesondere für die Spieler, wenn wir dann morgen am Platz gehen, morgen ist ja noch nicht so, aber wir spielen dann ein 11 gegen 11. Ja, und dann, wenn alle fit sind, wenn wir jetzt 30 wären, dann müsste ich 8 Spielern sagen, so, und ihr beschäftigt euch am Nebenplatz. Das finde ich für die Spieler immer sehr unangenehm, ja, weil die möchten ja auch sich zeigen, aber ich kann jetzt ja nicht oder will ich nicht 15 gegen 15 spielen. Also von dem her bin ich jemand, wo ich sage, okay, wenn wir 22, 23 Feldspieler haben, wobei auch die da hinten raus, ich sag mal so, jede Position doppelt besetzt, ein paar junge Spieler noch dazu, die sich auch immer wieder zeigen können, dann denke ich, dann würde das prinzipiell ausreichen. Aber es ist so, wie es ist, die Spieler haben hier einen gültigen Vertrag und am Ende des Tages liegt es dann auch immer an den Spielern, ob sie sich mit dieser Situation anfreunden können und sagen, okay, mir ist es egal, ich bleibe hier.
unabhängig von der sportlichen Situation, oder ob dann jemand sagt, ich suche eine sportliche Herausforderung, wo ich vielleicht mehr Spielzeit bekomme. Diese Entscheidung liegt dann immer beim Spieler. Andreas Schirmer. Ziele, die man erreichen möchte, Bundesliga war 11. Platz. Was wäre da das Ziel? Herr Kröscher hat schon gesagt, Qualifikation in der Champions League, die erste Phase über Gruppen, erste Phase überstehen. Dann haben wir auch noch den Pokal, der ja im letzten Jahr nicht ganz optimal gelaufen ist. Wenn Sie mal so sagen, vielleicht, wo sind da Ihre Schwerpunkte, wie bringen Sie es zusammen und was hätten Sie denn so gern? Ja, also immer, wenn Sie mir heute sagen, wir scheiden in Magdeburg aus und gewinnen dann entweder die Champions oder die Europa League, dann sage ich, lasst uns ausscheiden. Aber das wissen wir halt noch nicht. Also von dem her ist, ja, natürlich wollen wir in der Bundesliga besser abschneiden, wie wir es letztes Jahr gemacht haben. Auf der anderen Seite, wenn du nach 42 Jahren die Europa League gewinnst, wieder mal für die Eintracht nach 25 Jahren, wieder mal für eine deutsche Mannschaft diesen Titel holt, dann denke ich, dass wir schon etwas Außergewöhnliches geleistet haben. Und dafür, dass wir dann in der Bundesliga noch unter die Top 4 kommen, bin ich wahrscheinlich ein zu schlechter Trainer. Das habe ich nicht hinbekommen. Sorry dafür. Für mich ist immer einfach diese Zielsetzung, ja, weil, was ich vorher gesagt habe, das ist mein Ansatz. Ich will, dass wir besser werden, ich will, dass wir weniger Gegentore bekommen, ich will, dass wir häufiger zu Null spielen, ich möchte, dass wir mehr Torchancen kreieren, ich möchte, dass wir mehr Tore schießen aus verschiedensten Elementen, ich möchte, dass wir bei Standardsituationen noch gefährlicher waren, obwohl wir, glaube ich, die zweitbeste Mannschaft in der Offensive waren, aber es ist auch immer nur erst Rang 2 und ich möchte die Besten sein, also das ist mein Anspruch, so gehen wir in die Trainingswoche, das waren die Gedanken, die ich mir im Urlaub gemacht habe, was braucht es dazu am Kader, aber was braucht es dazu auch an Trainingsarbeit, wo können wir besser werden, das ist mein Ansatz und wenn wir das umsetzen, dann werden wir die Ziele, Champions League, die Gruppenphase weiterzukommen in der Bundesliga, dann um die internationalen Plätze mitzuspielen auch erreichen und im Pokal auch weiterzukommen, also weniger geht ja nicht mehr wie letztes Jahr. Peppi Schmidt. Sind denn alle Spieler, die heute da sein sollten, da auch fit? Also können alles mitmachen, könnten morgen auch trainieren? Ja, das war auch. Ich habe heute auch gefragt, sind die alle da? Ja, es sind alle da. Also es ist jetzt nichts Unerwartetes. Aurelio Buter, der ist noch länger verletzt. Der hatte ja eine Knieoperation noch in Belgien und da gab es ein bisschen Komplikationen. Der wird jetzt noch... Ja, Prognose ist, dass er vor September nicht spielen wird können, also das dauert noch etwas länger. Wir setzen natürlich alles dran, dass es früher geht, aber das dauert noch ein bisschen. Alle anderen Spieler, sofern heute keiner vom Laufband fällt, werden morgen am Trainingsplatz stehen. Ja. Sie haben die aber gemeinsam begrüßt alle, weil die... Nein, die kommen ja, die sind genau. Ja alle so zeitversetzt eingeteilt, also unser offizieller Startschuss ist dann morgen. Ingo Durstewitz von der Frankfurter Rundschau. Herr Klaßner, Sie haben ja gesagt, nach 42 Jahren den Europapokal geholt, jetzt Alario geholt, Götze geholt. Glauben Sie denn, dass die Erwartungshaltung steigt? Ja, die Erwartungshaltung war hier immer schon relativ hoch. Also das, ja, klar, wird die steigen, aber ja, Erwartungshaltung... Die können wir eh nicht beeinflussen. Es freut mich, ja, weil das heißt, dass die Fans, die Menschen in unserer Umgebung viel von uns halten, ja, weil du hast ja nur eine hohe Erwartungshaltung von jemandem, den du das auch zutraust. Ist mir lieber, als wenn die sagen, oh Gott, letztes Jahr war ich da noch, letztes Jahr kann ich mich erinnern, hat mich irgendjemand gefragt, was ich jemandem raten würde, der auf die Eintracht als Abstiegskandidat Nummer 1 wettet. Und ich habe gesagt, das Geld wäre, soll er spenden, da ist es besser aufgehoben. Also von dem her hat sich das ja relativ gut gedreht in diesem Jahr. Von Abstiegskandidat Nummer 1 bis jetzt Champions League Kandidat und wir dürfen sogar spielen. Also von dem her gehe ich damit relativ locker um, weil ich mich einfach von dem nicht beeinflussen lasse, weil ich genau weiß, was wir am Platz machen werden, wo wir besser werden müssen, um dann diese Erwartungshaltung auch zu erfüllen. Aber es hat niemand eine höhere Erwartungshaltung an die Mannschaft und an mich selber wie ich. Also von dem her bin ich da sehr entspannt. Erik Hartmann, bitte, von der Verlagsgruppe Rhein-Main.
Hallo Herr Klasner, ein Spieler, der nächste Saison nicht mehr dabei sein wird, ist Martin Hinteregger. Erstmal ganz einfach gefragt, wie haben Sie seine Entscheidung aufgefasst und hatten Sie nach seiner Entscheidung nochmal Kontakt zu ihm? Ich hatte vor und nach seiner Entscheidung nochmal Kontakt mit ihm. Ich finde es sehr schade, aber ich habe Martin danach sehr relaxed, weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber sehr relativ befreit erlebt. Und wenn es für ihn, und ich habe es auch schon oft gesagt, dass es der eine ist sportlich, das andere ist der Mensch. Und wenn es dem Menschen Martin Hinteregger mit dieser Entscheidung besser geht, dann war es die richtige Entscheidung. Und da bin ich auch zu 100% dann, stehe ich da dahinter, obwohl ich natürlich jetzt als Trainer von der Eintracht und wenn ich den Sportler, den Fußballer Martin Hinteregger sehe, dann möchte ich einfach, muss ich sagen, dass er die 3,5 Jahre, die er hier für die Eintracht ist, die Eintracht in diesem Aufstieg, der diese Jahre passiert ist, einfach extrem oder entscheidend mitgeprägt hat, als Spieler, als Typ. Und von dem her ist es natürlich sehr, sehr schade, wenn du einen Spieler verlierst, der so ein Standing im Club hat, der solche Leistungen für den Club gezeigt hat, der so viel internationale Erfahrung hat, auch als Nationalspieler. Und das ist natürlich schade, dass wir sportlich so jemanden verlieren. Aber wenn es ihm besser damit geht, dann ist das hundertprozentig in Ordnung. Und und habe das auch zu Martin gesagt, er ist immer herzlich willkommen bei uns. So willkommen, dass er heute schon wieder vorbeigeschaut hat. Er hat es auch gesagt, er wird immer wieder vorbeischauen. Und das ist so wie David Abraham, der war ja auch im Frühjahr gefühlt schon wieder fast Kadermitglied, weil er so oft hier war. Aber das zeigt auch, wie die Eintracht tickt, dass die hier Spieler, Menschen, die die Eintracht geprägt haben, die die Eintracht mitgestaltet haben, hier immer herzlich willkommen sind. Und das finde ich einfach auch toll, wie die Eintracht das handhabt, nicht nur jetzt in der Mannschaft, sondern generell, wie gerne hier ehemalige Spieler, ehemalige Trainer, ehemalige Vorstandsmitglieder, wie gerne die hier gesehen werden, mit welcher Begeisterung sie wieder empfangen werden im Club und auch von den Fans. Und das wird bei Martin auch so sein. Und auch auf diesem Wege wünsche ich ihm natürlich jetzt für seine Karriere danach, die ja deutlich länger sein wird wie die aktive Karriere, alles Gute. Und Martin wird immer herzlich willkommen sein bei uns. Andreas Schirmer, bitte. Aber heute mal. Bevor es eigentlich richtig losgeht mit Champions League und mit der Bundesliga, nein, da komme ich drauf. Sie haben zwei große Spiele vor der Brust, richtig große. Supercup und die Bundeseröffnung gegen Bayern München. Ist das ein Vorteil, dass man gleich so richtig ins kalte Wasser reinkommt und dann eine richtig große Herausforderung ist? Oder ist es so, wie Ihr Kollege Hütter es erlebt hat, gleich mal zweimal gegen Bayern München so eine riesige Klatsche zu kriegen und dann plötzlich mit dem Rücken zur Wand da steht? Ja, zuerst sehe ich unsere erste Herausforderung in Magdeburg. 30.000 Aufsteiger in die zweite Bundesliga. Das ist unsere erste Aufgabe. Und dann natürlich Eröffnungsspiel Bayern und Supercup Real. Ja, ist eine tolle Geschichte. Ich freue mich drauf. Ist gut. Jeder weiß, dass wir jeden Tag in der Vorbereitung bestmöglich nutzen müssen, um hier konkurrenzfähig zu sein. Also macht es die Arbeit für uns Trainer, denke ich, sogar etwas leichter. Carsten Schellhorn. Nochmal eine Frage. Sie haben gesagt, ja, 8 Neuzugänge, ganz genau. 2 von denen haben große Bundesliga-Erfahrung, Götze und Alario, und der Rest noch nicht. Das haben wir ja auch schon in den Jahren davor immer erlebt, dass sich Spieler, die aus anderen Ligen kommen, gerade aus kleineren Ligen, erstmal einfinden müssen. Wir haben es bei Lindström erlebt, bei Hauge, bei Lammers und so weiter. Sagen Sie, wir brauchen da Geduld, weil ich meine, von den 8 werden jetzt nicht 8 sofort in die Startelf wahrscheinlich drängen. Viele werden wahrscheinlich Zeit brauchen, oder sehen Sie das anders? Ja, zuerst ist natürlich auch der Weg, den wir letztes Jahr schon eingeschlagen haben und heuer auch wieder, dass wir natürlich auch junge, aufstrebende Spieler zu uns holen, wo wir die Möglichkeit haben, sie auch sehr, sehr zeitig zu verpflichten. Wir können ja nicht warten, bis sie irgendwo groß eingeschlagen haben, weil dann sind sie halt für uns nicht mehr leistbar. Also von dem her müssen wir vielleicht einen Ticken früher zuschlagen, und das haben wir hier gemacht. Aber wir sehen in all diesen Spielern großes Potenzial, das uns helfen kann. Und das, wo heißt es jetzt für uns rauszukitzeln? Wenn wir 8 neue Spieler in die Startelf integrieren müssten,
dann würde ich nicht mehr hier sitzen, weil dann wäre es ein anderer Trainer, weil dann wären wir sehr, sehr unerfolgreich gewesen. Also von dem her haben wir eine funktionierende Mannschaft, die Europa League gewonnen hat. Ich hoffe, dass wir nicht allzu viele Spieler von denen verlieren. Mit Martin ist jetzt jemand schon sehr unerwartet weg. Also von dem her wollen wir dann nach und nach die Spieler, die wir hier, die zu uns gekommen sind, eben integrieren in die Idee, die wir haben und mit den anderen. Und das ist ja auch wichtig, ist jetzt nicht so, jetzt haben wir Europa gewonnen und wir können alles und wir brauchen nichts mehr tun, weil wir sind die Besten, sondern nein, ich habe ganz viel auf der To-Do-Liste, wo wir, was wir den Spielern mitgeben werden, um hier jeden einzelnen Spieler, der schon hier war, noch weiter zu verbessern, als Mannschaft besser zu werden, stabiler zu werden. Und dafür brauchen wir eben auch diese neuen Spieler, die hier wieder Dampf machen, damit sich ja keiner ausruhen kann. Ingo Dostewitz. Klaassen, noch einmal ganz kurz zurückkommen zu Mario Götze. Wie lief das denn? Haben Sie dann irgendwann gesagt, nach Ballermann und Griechenland, Markus, ich habe eine gute Idee, geh doch mal an den Götze ran? Oder ist das anders gelaufen? Und was haben Sie denn gedacht, als Markus Kröschel mit dieser Idee um die Ecke kam? Ja, Markus hat mich im Bierkönig angerufen. Das war ein bisschen schlecht. Und so ist das entstanden. Markus war hier am Feiern und ich in Malle. Und dann haben wir gesagt, lasst uns Götze attackieren. Nein, das ist natürlich schon, wir diskutieren ja Namen, das ist schon im Laufe auch der letzten Saison passiert. Also alles, was jetzt passiert ist, das ist ja nicht nach dem Europa-League-Finale entstanden. Natürlich haben wir halt durch diesen Sieg und durch den Einzug in die Champions League halt jetzt auch vielleicht finanziell andere Möglichkeiten, wie wir sie sonst gehabt hätten. Aber wir haben immer wieder zuerst legen wir immer ein Anforderungsprofil zurecht. Ja, welche Eigenschaften denken wir, brauchen wir in der Mannschaft noch, um einen Schritt nach vorne zu machen? Und dann füllen wir diese Eigenschaften mit Namen. Ich halt die ich natürlich so kenne aus dem, was ich mitbekomme. Aber wir haben eine große Scouting-Abteilung und die sind hier noch viel versierter wie ich, weil ich natürlich, wir sehen halt auf der ganzen Welt, wo Spieler rumlaufen, die dann diese Eigenschaften erfüllen. Und dann geht es halt darum, macht Markus einfach und macht er toll, zu selektieren, was ist dann möglich, wer die Jungs dann auch von uns zu überzeugen. Und dann habe ich auch mit Mario Götze nochmal ein längeres Telefonat geführt und habe ihm das vor Augen geführt, immer auch ganz offen und ehrlich. Und nochmal, dann am Ende liegt die Entscheidung dann ja immer beim Spieler. Und offenbar hat ihm das gefallen und findet sich hier wieder. Das ist ja auch ganz wichtig. Wir wollen die Spieler hierher holen oder die wir hierher holen, die müssen uns auch vermitteln, dass sie bei diesem Projekt dabei sind, dass sie sich hier wiederfinden und nicht sagen, so jetzt komme ich hier, hole mal 3 Jahre mein Geld ab und das andere ist mir egal, sondern wir müssen dieses Feuer spüren, unseren Weg mitzugestalten, unseren Weg mitzugehen und hier richtig Gas zu geben. Und das haben alle Neuverpflichtungen, haben uns das sehr glaubhaft vermittelt. Noch ein Blick in die Runde, keine Handzeichen mehr. Nehmen wir noch mit, gerne. Hallo, David Rischke von Sat.1. Herr Glasner, ich würde Sie gerne noch bitten, die Eigenschaft, von denen Sie gesprochen haben, welche Eigenschaften erfüllt denn Lucas Alario für Sie und was erhoffen Sie sich von ihm? Ja, Lucas Alario hat gezeigt über Jahre jetzt in der Bundesliga, dass er Tore erzielen kann, dass er im Strafraum sehr klug ist, dass er eine unglaublich gute Abschlussqualität hat mit rechts, links und im Kopf, dass er spielerisch ein gutes Gefühl hat, wo er sich anspielbar macht, um die Angriffe auch mit zu initiieren, um dann eben in die torgefährlichen Räume zu kommen, wo er dann auch wieder sich sehr, sehr clever im Strafraum bewegt. Er ist hungrig und gierig nach Toren. Das ist etwas, wir wollen mehr Tore erzielen, dann ist das auch ganz, ganz wichtig, dass jemand diese Gier mitbringt, Tore zu erzielen. Und das sehen wir in ihm. Und er ist auch jemand, der bereit ist, gegen den Ball in diesem aufwendigen Stil, den wir haben, mitzuarbeiten. Weil das war auch so jetzt bei den Trainern, die er in Leverkusen hatte, der Bosch zum Beispiel, oder auch jetzt bei Seoane immer wieder gefordert. Und von dem her bringt er viel mit. Und aber auch hier für ihn ist genauso wichtig, dass er sich dann noch an die Feinheiten, und jeder Trainer hat dann seine eigenen Vorstellungen, dass er die dann auch noch
ja, versucht umzusetzen. Aber auch hier, ja, sind wir von ihm als Typ überzeugt. Und er hat gesagt, ich denke, für mich ist die Eintracht richtig. Und wir haben gesagt, wir denken, für ihn ist die Eintracht der richtige Platz. Und gepaart mit diesen Eigenschaften, die ich aufgezählt habe, denken wir, dass es ein guter Transfer ist. Dann noch abschließend zu Roman Unger. Jetzt, wo Martin Hinteregger schon weg ist, ist das für Sie dann eigentlich ausgeschlossen, dass man Evan Dicker auch noch abgibt, weil zwei Innenverteidiger von der Qualität zu verlieren, wäre wahrscheinlich schwierig, das zu kompensieren. Ja, das entscheide ich halt nicht alleine. Also von dem her hat Markus sich hier schon mehrmals geäußert. Das eine ist, was ist sportlich der Wunsch, das andere ist, was ist wirtschaftlich machbar, was ist wirtschaftlich wichtig und was ist wirtschaftlich nötig. Und ja, jeder Transfer ist im Endeffekt diese Entscheidung. Es ist jetzt nicht so, dass wir das rein das Sportliche entscheidet, sondern ja, auch das Wirtschaftliche. Und aus rein sportlicher Sicht würden wir natürlich sagen, Evan soll hier verlängern und bleiben, aber wir können ihn auch nicht knebeln und dann mit seiner Hand die Unterschrift drunter setzen. Und, aber soviel ich weiß, liegt noch kein konkretes Angebot für ihn vor. Und deswegen ist Evan heute auch bei den Tests da, wird morgen mit am Trainingsplatz stehen. Und meine Aufgabe ist jetzt, solange ich nichts anderes höre, bereiten wir uns so vor, dass Evan mit uns in die nächste Saison geht. Und wenn es anders kommen sollte, wie gesagt, das ist bei jedem einzelnen Spieler möglich bis, ich glaube, 1. September, dann gehe ich aber schon davon aus, dass wir uns nochmal Gedanken machen, wie wir dann diese beiden Ausfälle kompensieren könnten. Gut, danke schön, Oliver. Danke an euch. Und morgen um 11 Uhr dann im Deutsche Bank Park dann das erste Mannschaftstraining der neuen Saison und um 13:30 Uhr die Vorstellungspressekonferenz.